like a Hellcat. Willkommen zu Pokémon Hard Gold zurück. In der letzten Folge haben wir Dukatia City uns angeschaut. Und heute werden wir die Arena von Dukatia City machen. Aber ich habe gerade die nie auf Level 23 hochtrainiert. Dann, los geht's. Hey du, Zukunfts-Gachamp! In dieser Arena erwarten dich Trainer mit Pokémon vom Typ Normal. Wenn du sie herausfordern willst, leg dich dir ans Herz, Kampf-Pokémon im Team zu haben. Oh, du musst wohl noch etwas wachsen. Du gefällst mir, aber deshalb werde ich es dir nicht einfach machen. Schön so. Dratini hat eine neue Attacke gelernt. Nämlich Slam. Falls ich es nicht vergesse, ist hier nun der Rahmen oben. Falls ich es nicht vergesse, ist dann oben der Rahmen. Habe ich für euch gemacht. Habe ich selbst erstellt. Falls ich es nicht vergesse. Ja, ein Tipp. Also hier zu haben. Mal sehen. Ups, schon vorbei. Mal gucken. Wo sind sie denn noch, Gegner? Hier gar keiner? Nächster Kampf. Schlag ordentlich zu, sonst werde ich es tun. Guter Reim. Dina. Slam. Ich antworte mit Slam. Okay, nächstes Mauzi. Ganz sogar Schlitzer. Macht 3 Schaden mehr. Dass das überlebt. Und jetzt der Crit. Und ein Mauzi, bitte verzeih mir. Genau der ein Quit, wenn ich den gar nicht brauche. What the hell? Ich mag niedliche Pokémon.
lieber als starke. Aber die Pokémon in meinem Team sind beides niedlich und stark. Mal gucken. Da zeige ich keine Gnade mit Pummelow. Besonders. Na super. Gerade gut muss aussetzen. Slam. Pummeluft darf man nicht unterschätzen. Und Ratini besiegt mit einem Slam. Letztes Pummeluft von mir. Jetzt müsste Dramut wieder funktionieren, aber Slam hat einen ganz guten Job bis jetzt. Oh nein, nein, nein! Ich hab vergessen, das Ziel noch einen Namen zu geben. Vielleicht habt ihr ja einen Vorschlag für einen Namen von Dratini. Dann könnt ihr es gerne in den Kommentaren schreiben. Nur weil ich so klein bin, sollst du besser nicht unachtsam werden. Snoopool. Ist kein einfacher Gegner. Paralyse. Schnell hinzufügen wie Snoopool, können wir ihn ganz schnell rausnehmen. Trampfuß. Stimmt, die Inne sind ja jetzt auch dank der Paralyse. Und besiegt. Verpflegt. Scheint so, als hätte ich besser aufpassen sollen. In der Schule? Ja. Deutlich. Ja, noch einen weiten Weg vor euch. Aber nimmt Bianca nicht auf die leichte Schulter. Sie ist nämlich ganz fies drauf. Das weiß ich ganz gut. Boah. Gibt sich krass viele Normalarena-Leiterinnen. Es gibt zwei Normalarena-Leiter, die sehr krass sind. Und Bianca ist ein von denen. Das weiß ich selbst sehr gut. Und ich flüchte jetzt nicht halt schnell meine Pokémon. Und dann geht's Bianca an den Kragen. Ich weiß gar nicht, wie weit die Leute noch kommen. Aber ein bisschen ist auf jeden Fall schon ein Part gelaufen. Okay, Bianca. Hallo, ich heiße Bianca.
Bianca. Aber warte mal, haben wir uns nicht schon mal im Radioturm getroffen? Du bist ein Pokémon-Trainer, stimmt's? Heutzutage hat jeder ein Pokémon, was? Meine sind auch einfach viel so süß. So süß, das ist sie am liebsten. Wie? Du forderst mich zum Kampf heraus? Ich warne dich, ich bin sehr stark. Bianca. Ich mag immer das, sag ich dir. Ja, das ist von Leiterin Bianca. Bibi beginnt den Kampf. Und ich folge weiter mit Slam. Oh, quit! Nein. Aber er ist nicht ganz flexibel. Weil. Ich habe getroffen. Slam. Sie setzt einen Supertank ein. Habe ich jetzt nicht erwartet. Dann Drachenmut. Gib Stat-Bonus drauf. Ah, Duplex sieht näher, aber es wird jetzt mehr. Ne, nur zweimal. Okay. Ziemlich sehr wichtig, darum nicht Slam. Denn es soll nun eigentlich krepieren. Level 24. Nun kommt ihr Sub-Nature, ihr Milch-Tang. Moment, das ist mein letztes, aber ich werde nicht verlieren, klar? So. Aber glaub mir, das dauert richtig lang, der Kampf. Oh nein, das darf nicht wahr sein. Krass. So leicht habe ich sie noch nie besiegt. Ich habe sonst immer meinen Starter eingewechselt. In der Hoffnung. Aber so leicht habe ich sie wirklich noch nie besiegt. Krass. Ich finde sie eigentlich total schwer. Weil sie immer wieder mit Milchgetränken und Top-Genesung die Milchtang hochheilt. Es ist richtig schwer, aber das hat sie nicht gemacht. Ich habe auf mein Radini vertraut hier. Du bist ja so gemein. Ich würde in die Arena hauen. Denn halt nicht. Und jetzt hast du Bianca zum Weinen gebracht. Aber keine Sorge, irgendwann gibt sie schon wieder Ruhe. So weit immer, wenn sie verliert. Was ist? Willst du noch irgendwas? Oh, du hättest gern deinen Orden. Tut mir leid, das hatte ich vergessen. Hier, das ist der Basisorden. Den du so unbedingt wolltest. Okay, ich muss probieren, Basisorden zu merken. Auch außerhalb des Kampfes die Attacke stärker einsetzen. Und hier gibt's noch was Krasses dazu. Darin befindet sich Anziehung. Diese Attacke bringt deine Charme deines Pokémon voll zur Geltung. Passt das nicht perfekt zu einem süßen Ding wie mir? Ach übrigens, in der Nähe der Nationalparks, nördlich von hier, wurde ein Wettkampfstadion eröffnet, die Pokathlonhalle. Mit deinem Talent im Umgang mit dem Pokémon wäre es sicher nicht verkehrt, einen Abstecher dorthin zu machen. Ja, hast recht. Ich
weiß, wo die nächste Arena sich befindet, natürlich. Annette! Guten Tag! Annette am Apparat! Das musst du dir anhören. Kürzlich war ich in den Alpruinen und habe mein Rad eingeschaltet. Und plötzlich empfing ich ein ganz komisches Programm. Möchtest du wissen, was das war? Ciao, ich rufe später wieder an. Dann fangen wir schon mit der Route an. Entschuldigung, bitte. Hör mal, ich hab neulich Passwort freuen. Kannst du die bitte? Danke. Ja. Das Habitat halte ich nun für mich fürs Erste. Das werde ich Fliegen beibringen später. Später bringe ich den noch weg, auf jetzt erst nicht, den werde ich für Fliege benutzen. Vielleicht nicht an, aber was meine Alte ist eine echte Expertin, was technisches Zeug angeht. Soll ich dir vielleicht erklären, wie dein Rad funktioniert? Nein. Warte nicht. Route 35. Südlich nach Katholik gegen sie habe ich auch schon aussehen gekämpft. Und Tratini wollte ich eigentlich wie es Wasser. Wo kommt dein Job? Aber es dauert. Bis Stratini sich weiterentwickelt. Darum trainiert das erste nun mit Stratini. Na, wen haben wir denn da? Guten Tag, ich bin Kamera Schweber. Ein Erinnerungsfoto? Ausgezeichnet. Ciao. Ich werde meine Freunde zeigen, wie cool ich bin. Sander. Ich hab mich hier noch gar nicht bald, stimmt. Ich hab mich hier noch gar nicht geheilt. Dann heil ich mich gleich. Flammrad, los! Schnell! Ich muss schnell Tratini noch eine. Verfolgung. Was ist das? Gestein. Aeroas. Mit Sirin kommt die uns auch bei Bianca nicht weit. Hat nämlich eine Schwäche gegen Stein und
Walter ist wahrscheinlich Gesteinsattacke. Falls das nicht so ist, berichtet mich in den Kommentaren. Sieben, wenn ich einfach nur als VM-Sklave fürs Erste nehme. Schnelle Heilung für meine Pokémon. Die werden so ungefähr ja. Egal. Komm bald wieder, Schwester Joy. Sie ist überall, weil sie Schwestern hat. Das ist die Route, die sehr nicht krass hat. Mein Freund ist Schwestling. Er kann mich nicht beschützen. Du dich doch selbst nicht. Ja, Pikachu ist schon cooler. Aber das soll ich ja Drachenwut. Ruckzucki Prio-Attacke. Ruckzucki einsetzen sind immer als erstes dran. Mein Gott, bist du stark. Du bist noch schwächer. Aber mein Tratini war ja auch gespeckt. Ich höre mir meine Pokémon-Info immer aus dem Radio. Da bin ich jederzeit gerüstet. Dicker. Drachenwut. Ja, bis jetzt ganz machbar. Warte, sind wir schon gleich bei der nächsten Stadt eigentlich? Noch meine Erinnerung, ja. Sind wir hier lang schon? Ich glaube sogar nein. Aber das ist alles machbar. Wir sehen dann weiter. War eigentlich einmal an einen anderen Weg einschlagen, glaube ich. Nee, danach kommt nicht in die Arena. Ich glaube. Ja. Da kommt nicht die nächste Arena. Magma. Der sieht Magma. Aktivität gegen Silberblick. Kannst du. Hier ist sinnvoll, Rattini zu nehmen, als bei mir. Natürlich ist der Wasserstarter am klügsten, wenn man den genommen hat. Aber bei mir ist es eben, natürlich, mein Rattini.
Man kennt's. Triff jetzt! Dann gibt's halt ein Bratini-Braten. Gut. Oh, jetzt habe ich die noch spitz verbrannt. Gut so. Nein. Nö, nö. Hast du gegen den schon gekämpft? Ich glaube nein, ne? Sieh mal, wie führt du aus? Ich mit den Bällen jongliere. Wollte mal. Level 2! Was ist dort gerade passiert? Warum triffst du nicht? Das ist ein Voltoball auf Level 2! Mal die Künste von Mario zu spielen. Level 6. Die. Ja, weiter kämpfen natürlich. Level 14. Schon härter, aber immer noch ein Waschlappen. Der Trümmerer. Elektro kann man eigentlich gar nicht schlagen. Spannend. Und kam eine Schlange auf der Karte. Ihr müsst aber gut reichen. Puh, das war ein Schlag. Hat vergessen. Nein. Du bist gefährlich. Deine Pokémon sehen ziemlich stark aus. Mit dem bist du überall sicher. No. Nordwesten, Pokatrona Nationalpark. Aber dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Pokémon Hart Gold. Ciao. Ich habe jetzt noch die Frage vergessen. Die Frage. Aber wenn es sagt, geschenkt ist es jetzt mal. Wie viele Pokémon? Also, wie viel kann man in sein Team nehmen? Wie viel Pokémon darf man sein Team aufnehmen? Schreibt in den Kommentaren, schreibt ich richtig oder falsch. Das ist eure Spiky. Bye. Spiky King. Ciao.